This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Abend oder am Morgen, Montagmorgen, immer noch antichristlich gesehen, der 14. Oktober 2018, um 22 Uhr die fünfte Diskussionsrunde nach der fünften Lesung von dem wundervollen Buch von Henry Gretton Guinness, Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Die Mikrofone sind freigeschaltet und ich freue mich auf euren Beitrag zu der jetzt kommenden Diskussion. Ich werde mich bemühen, immer die richtigen Bilder einblenden zu können. Und die Mikrofone sind auf und bitteschön. Ja, wenn sich keiner traut, dann fange ich mal an. Ich weiß ja nicht, ob das Thema schon mal besprochen wurde, aber ja. Das Thema ist ja wirklich sehr eindrucksvoll geschildert in diesem Buch, also wirklich großartig. Aber die Frage, die sich mir manchmal stellt, wenn man den Papst so eindeutig als den Antichristen identifiziert, dann aber die Recherchen über die weltlichen Machtstrukturen einem eigentlich doch sagen, dass er ein Stück weit als Marionette fungiert, sagen wir mal einfach des schwarzen Papstes. Passt das denn überhaupt, die biblische Darstellung? Also, wenn ich jetzt darauf antworten soll, kann sich ja jeder auch an dieser Diskussion beteiligen. Muss ja nicht immer ich die Antwort geben, aber ich werde gerne die erste Antwort darüber geben. Wer hat jetzt gerade gesprochen? Andreas. Ah, Andreas, okay. Ja, ich sehe das hier nicht. Ich sehe nicht, wer hier spricht und wer nicht spricht. Also von daher auch mal interessant, eben seinen Namen zu sagen. Also, schau, der Punkt ist der folgende. Das Amt des Papstes, das Papsttum, und damit jeder oder jedes Individuum, das sich auf diesen Stuhl setzt, in dieses Büro setzt, das dieses Amt bekleidet, jeder Papst ist der Antichrist. Das ist absolut ohne jegliche Disputation. Der weiße Papst ist unter Kontrolle des schwarzen Papstes. Das ist eine absolut korrekte Bemerkung.
In den Verfassungen der Jesuiten steht 500 Mal geschrieben, dass die Jesuiten in ihrem General Jesus Christus zu sehen haben. Und zwar nicht wie in der römisch-katholischen Kirche, dass der Papst, der Jesus Christus ist, unter dem Mantel von Fleisch verdeckt, sondern in dem Punkt, als ob er wirklich Jesus Christus vor ihnen stünde. So müssen sie ihn anschauen. Es gibt natürlich einmal die Lehre des Menschen und es gibt einmal die Lehre des Gottes. Gott hat uns gelehrt, dass das Büro des Papstes oder das Amt des Papstes, das Papsttum, der Antichrist ist. Und wenn Gott das sagt, dann glaube ich Gott. Der Punkt ist, dass der Antichrist, der Papst, derjenige ist, der ja auch den schwarzen Papst selbst nach außen hin vertritt. Vielleicht kontrolliert der schwarze Papst den weißen Papst, aber der schwarze Papst, deswegen ja auch seine Farbe schwarz, er steht im Schatten des weißen Papstes. Er ist die Kraft hinter des Papstes, den wir kennen. Ich weiß nicht, ob du diese Lesung von mir gefolgt hast. Ich habe da ein so ein Video, hat Brett von mir erstellt, aus der Lesung von Henry Gretton Guinnesses Buch The City of the Seven Hills. Das ist ein Buch, das hat er in Gedichtform geschrieben. Und eins der Gedichte heißt die Kraft oder die Macht hinter dem Papst. Und da kommt eben ganz deutlich hervor, dass die treibende Kraft hinter dem weißen Papst der schwarze Papst ist. Aber es ist der weiße Papst, der durch die Jahrhunderte hin, auch vor der Zeit, als die Jesuiten bereits bestanden, sich angemaßt hat zu sein wie Jesus Christus. Ja, das muss man ja mal ganz deutlich sehen. In der heutigen Zeit kann man dann sagen, es ist der schwarze Papst, der ihn regiert. Weißt du, im Grunde geht es ja darum, sowohl der weiße als der schwarze Papst sind meines Erachtens besessen. Und zwar besessen von Dämonen, besessen von dem Geist Satans. Es ist im Grunde Satan, der regiert. Durch diese Puppen. Ob das jetzt der weiße oder der schwarze Papst ist, das will ich jetzt mal in die Mitte stehen gelassen sein. Gott sagt uns ganz deutlich in seinen Offenbarungen, er teilt sich uns ganz deutlich mit und sagt, das Papsttum ist der Antichrist. Soweit meine Antwort dazu. Ja, und darüber hinaus fällt mir mal gerade so ein, ich weiß nicht mehr wann, aber es ist schon etliche Jahre her. Sag mal bitte immer erst deinen Namen, wenn du ans Mikrofon kommst, weil dann wissen die Leute auch, wer jetzt am Sprechen ist. René, genau. Richtig. Hallo René. Er hat verboten per Gesetz, ich weiß nicht wo, aber wahrscheinlich auf der ganzen Erde, aber eine Bulle wird es wohl nicht gewesen sein, ich weiß es nicht, dass er der Antichrist genannt werden darf. Also, wer damit kein Problem hat, Antichrist genannt zu werden, der braucht das, glaube ich, nicht verbieten zu lassen. Naja, das ist natürlich deswegen, weil das Wort Antichrist hat ja zwei Bedeutungen. Es hat ja einerseits die Bedeutung Anti von gegen, wie wir es hauptsächlich verstehen, aber es heißt eben auch anstelle von. Antichrist ist nichts anderes als ein anderes Wort für den Ausdruck Vicarius Filii Dei. Stellvertreter Gottes auf Erden. Antichrist hat zwei Bedeutungen. Es bedeutet an erster Stelle anstelle von und erst an zweiter Stelle gegen. Zum ersten Mal. Ja, schaust dir gerne nach. Etymologie kannst du gerne nachschauen. Google oder sonst wo, das ist so. Okay. Also nach dem Altgriechischen ist es tatsächlich anstelle von. Okay. Von daher, wenn du zum Papst gehst und sagst, guten Tag, Herr Antichrist, dann wird er dir lächelnd die Hand schütteln. Warum hat das dann per Gesetz verbieten lassen? Dann frage ich mich das jetzt an der Stelle, genau. Naja, weil die meisten Leute da natürlich was anderes drunter verstehen. Ich meine, warum hat er Ian Paisley aus dem Europäischen Parlament 1984 schmeißen lassen, als ja, Ian genau, Paisley... Ja, genau, die Aufnahme, wollte ich erwähnen. Genau, das ist das, was man, ja, kann man sich mal angucken. Sein Gesichtsausdruck, also der des Papstes, des Antichristen, ja, von mir aus an Stelle oder dagegen. Es stimmt ja beides. Also aus seiner Sicht und aus der eben nicht seiner Sicht, ja. In aber dem Augenblick, sein Gesicht ist eigentlich so bemitleidend lächelnd. Es ist auf jeden Fall sich erhebend und es ist stark kontrolliert. Und ja, also von daher sagt einem das auch schon genug. Da spricht Bände, finde ich. Sollte sich jeder mal das Video anschauen, ne? Wirklich, ja. Man muss sein Gesicht sehen, wie er reagiert, diese Sekunden, was er für eine Ausstrahlung hat, wie er dasteht, wirklich diese Gesichtsmimik,
wenn er als Antichrist da vor diesem Parlament da bezeichnet wird. Das ist sehr aussagekräftig. Ja, ansonsten nebenbei so danke für die schöne Lesung. Alexander, zu dem Video. Wenn du auf meinen Kanal gehst, dann machen wir das doch mal eben für jeden ersichtlich. Wenn du auf meinen Kanal gehst, dann kannst du in die Suchmaschine eintippen Ian Paisley und dann auf Enter drücken. Sollte ich dann auch tun. Über YouTube kriegt man es auch recht schnell hin. Ja, ja. Ich habe ja auf meinem Kanal habe ich ja was, das möchte ich euch ja gerne zeigen, wenn wir hier schon mal das Video hier haben. Da siehst du hier dieses Video Ian Paisley Teaches on the Jesuit Order. Ja, das ist also ein natürlich englischsprachiges Video, wo ich ein Audio von Ian Paisley genommen habe und habe dann mein eigenes Intro und noch dazu gemacht. Ich habe also das von Ian Paisley selber, das Lehren gegen den Jesuitenorden, ist ungefähr eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten. Das Video ist eine Stunde 13, der Rest ist dann so mein Gelaber. Müsst ihr dann auch ertragen. Und wenn ihr euch dieses Video anschaut, dann sind hier ein paar Links drin, unter anderem hier also die Nachsprache auf ihn. Und hier ist das Video Ian Paisley denouncing the Pope as Antichrist. Ja? Also hier sehen wir das. Ian Paisley nennt den Papst oder denunziert den Papsten als Antichristen. Ich lasse das mal eben laufen. French tour. A display of bronze nudes had been removed from the lobby for fear of offending the papal entourage. The Parliament's only Democratic Unionist MEP had given advance warning of his interruption in the event the Pope could barely begin his greeting. First of all, permit me to say how much I. Pope remained calm, clearly anticipating the heckler in the back row. Mr. Paisley quoted a 16th century anti-papist slogan as furious Euro MPs threw papers at him in disgust, snatching the poster. Parliamentary President Lord Plum had no choice. Mr. Paisley, I call you to order and I ask you to stop this disturbance. There was another poster in his pocket for each one snatched away. The Pope, waiting with a text which spoke of Europe as the beacon of civilization, looked on with faint amusement. Mr. Paisley, I now exclude you from this house and for the remainder of the... Mr. Paisley claims he was punched and that he later received a personal apology from the head of security for failing to protect him. The poster stated simply, John Paul II, Antichrist, a reference to the view supported by Archbishop Cranmer in Reformation times. Tja, ihr habt natürlich jetzt das Geräusch nicht gehabt, aber die Zuschauer dieses Videos später haben ja den Ton auch dabei, deswegen bin ich jetzt auch still gewesen. Das ist das Video, in dem er den Papst als Antichristen denunziert hat und das Einzige, anstatt dass sie ihn alle unterstützt haben und den Papst da rausgeschmissen haben, ist das passiert, dass sie Ian Paisley rausgeschmissen haben und noch verdrescht haben. Ja? Das Video hier kann man sich auch gerne mal anschauen. Ich habe das also ein bisschen als Obituary gemacht, also als Nachrede auf den damals verstorbenen Ian Paisley. Und dem seine Lehre über den Jesuitenorden hier in diesem Video ist, also für diejenigen, die Englisch können, kann ich jedem anraten, sich das mal anzuschauen. So einfach findet ihr das also auf meinem Kanal. Soweit eben zu dem Thema. So. Bitte. Ja, Jasmin, mit dem Punkt hast du auch nicht ganz unrecht. Sag mal, ist Skype jetzt hier stillgefallen oder was? Ist doch alles... Nein, Ordnung, ne? Ich wollte das vorhin schon sagen, aber dann bin ich mal kurz geschnitten worden. Ja, die Frage ist natürlich auch, die man sich stellen kann, ist tatsächlich der Arturo Sosa der General der Jesuiten oder ist das im Grunde Papst Franziskus in einer Person, weißer und schwarzer Papst? Mhm. Das die ist natürlich... Meinung vertrete ich. Ja, also ich bin mit solchen Behauptungen bin ich immer ganz vorsichtig. Ich habe ja überhaupt keinen Grund, um das irgendwie beweisen zu können. Also ich kann es nicht beweisen. Und von daher würde ich sagen, das ist natürlich eine Sache, über die man ruhig mal nachdenken könnte. Aber es würde natürlich durchaus passen zu der Politik der Jesuiten, die abgelaufenen Jahre, wo sie ja jetzt wirklich sich von ihrer Geheimgesellschaft mehr oder weniger entfernt haben. Und eigentlich mehr oder weniger
ans Licht getreten sind. Sicherlich dadurch, dass Jorge Mario Bergoglio von dem Provinzial von Argentinien zum Papst erhoben wurde. Was natürlich hauptsächlich deswegen war, was die meisten Leute gar nicht wissen, weil er da schweren Unterfragungen angelegen war zu dem schmutzigen Krieg in den 80er Jahren und seine Rolle als Erzbischof von Buenos Aires in der damaligen Zeit, weil er natürlich als Jesuitenoberster damals dafür wohl verantwortlich war. Und da wurde er von offizieller Stelle befragt und hätte sogar angeklagt werden können. Und ja, wenn sowas passiert, dann machen sie hier mit dem Jorge Mario Bergoglio genau das Gleiche, was sie mit Benedikt XVI. 2005 gemacht haben. Als bei dem Anklagen kam wegen Kindesmissbrauch, haben sie ihn ganz schnell zum Papst ernannt. Und als mit Jorge Mario Bergoglio die Gefahr kam, dass er da angeklagt werden könnte, haben sie ihn ganz schnell zum Papst ernannt und den anderen halt abgeschoben. Ja. Aufs Altersgleis. Und jetzt ist die Frage, wer wird dann der Nächste? Wie gesagt, ja, Jorge Mario Bergoglio kann durchaus der erste schwarze General und also schwarze Papst und weiße Papst in einer Person sein. Es ist aber auch genauso, denke ich, ein wenig blauäugig, um zu behaupten, dass Papst Franziskus der erste Jesuit auf dem Stuhl des Papstes ist. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Benedikt XVI. Auch ein Jesuit ist. Er war 25 Jahre lang der Vorsitzende der Glaubenskongregation, also der modernen Inquisition. Und ich glaube kaum, dass man in Rom 25 Jahre ein solches Büro leiten kann, ohne Jesuit zu sein. Aber wie gesagt, das ist auch nur meine eigene persönliche Spekulation. Ich komme einfach nur auf die Idee, ja, da, ich sag mal, der Franziskus der Erste ist, der auch offiziell dazu steht. Das ist richtig. Er steht offiziell als Erster dazu. Das ist richtig. Ja. Natürlich auch darum, um den Jesuiten ein besseres Ansehen in der Öffentlichkeit zu geben. Er hat ja diese Waschungen gemacht von Füßen von Gefangenen und was war eh nicht, allen für Quatschen da, Obdachlose zum Essen eingeladen und all dieser ganze Wohltätigkeitsblödsinn von Papst Franziskus. Das ist natürlich eben auch eine Zurückkehr zu den Taten, die wir ja in Griesingers Buch gelesen haben, womit die Jesuiten sich ja zwischen Anführungszeichen verdienstlich gemacht hatten in ihrer Anfangszeit. Dass sie eben immer diese Wohltätigkeitsdinge tun und dadurch eben ein gutes Ansehen hatten bei den Leuten. Und auf diese Art und Weise kriegen die Jesuiten auch wieder ein positives Ansehen in unserer Gesellschaft. Und in der Bibel steht ja bereits geschrieben, dass wir uns darüber nicht wundern sollen, weil der Satan ist verwandelt in einen Engel des Lichts und deswegen ist es auch kein Wunder, dass seine Mitarbeiter verwandelt werden in Mitarbeiter der Gerechtigkeit. Und genau das ist das im Grunde auch, ne? Ja, Florian, das hattest du ja das letzte Mal ja auch gehabt, diese 500 Jahre. Das Ketzertum sei ja, es gäbe ja keine Ketzer mehr noch. Hat die römisch-katholische Kirche am Anfang des 16. Jahrhunderts behauptet, ja. Genau, und dann und eben heute stehen wir in der gleichen Situation und es gab ja sogar jetzt einen Papstfilm. Und dann rede mal mit Katholiken über diesen Papstfilm und denunziere diesen Papst, dann wirst du... Du meinst diesen Papst Franziskus, ein Mann der Wahrheit, oder wie der heißt da? Ja, oder der Mann der Liebe, oder? Genau, diesen Film meine ich. Ja, ich habe nur ein paar Ausschnitte mal sehen können. Danach ist mir schlecht geworden, bin ich ohnmächtig geworden von Schlechtigkeit, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber er wird ja so hoch gelobt, dieser Film, und ja. Natürlich. Schau, Malachi Martin hat in seinem Buch geschrieben, The Keys of This Blood, dass der Papst von Gorbatschow, also Gorbatschow hat seiner Frau Raissa den Papst vorgestellt mit den Worten: Schau, Raissa, hier steht die höchste menschliche moralische Autorität der Welt vor dir. Darf ich dich vorstellen an die höchste menschliche Moral auf Erden? Den Papst, damals Johannes Paul II. Das kann man nachlesen in Malachi Martins Buch The Keys of This Blood. Und sie hat die Füße geküsst. Ja, das sind natürlich Dinge, die sehen wir nicht. Ne? Vor der Kamera sehen wir nur, wie die Leute den Ring oder die Finger küssen. Welche Dinge sie noch alle tun hinter verschlossenen Türen, da möchte ich lieber nicht drüber nachdenken. Ja, ja.
Sind denn da keine Fragen zu der Lesung, die gerade eben passiert ist? War alles so klar und deutlich und verständlich? Wir wollten ja das Konzil von Trient sprechen noch, ne? Ah ja, ich soll mal das Buch holen, Sigga, ne? Okay, dann, ja, ihr könnt ja weiter quatschen. Das ist gut, ich hole das Buch eben mal. Ich glaube ja, immer ganz nebenbei, eigentlich nicht, dass es eine große Rolle spielt, ob der weiße oder der schwarze Farb ist. Es ist schließlich mehr oder weniger eigentlich auch nur eine Aufgestellung. Ja, du bist ja leise. Sorry. Immer noch? Oh, Mikrofallturm. Genau. Dass es eigentlich keine große Rolle spielt, ob jetzt die Personifizierung auf einer der zwei Figuren sozusagen vonstatten geht. Ne? Beide machen ja mehr oder weniger dasselbe. Einer steht vorne, einer steht hinten. Und eigentlich spielt es ja gar keine Rolle, wen man schon bei den Kopf abschlägt, dann steht er. Ja, aber wenn sich der Feind jetzt profiliert, sag ich mal, ja, dann ist es sich seiner Sache schon ziemlich sicher. Das kommt noch oben drauf. Das auf jeden Fall. Ja, und das hier spricht, ich damit. Also hier spricht der Alexander. Also ich würde da die Bibel zur Hand nehmen und da spricht die Bibel ein klares Wort dazu. Und zwar, die Bibel sagt ja, der Antichrist, also der, wie soll ich sagen, der Antichrist und der falsche Prophet sind die zwei Köpfe, die in den Feuersee geworfen werden. Also der Antichrist ist ja auch in der Bibel, eben wie es der Jörg gesagt hat, im 2. Thessalonier klar definiert als der Antichrist, als der Papst. Von dem her sind die Jesuiten eigentlich nur das Werkzeug dafür, um diesen Boden, damit er da dort stehen kann, überhaupt stehen kann. Ja, das ist klar. Und eben darum ist diese Diskussion, ist jetzt der schwarze Papst oder der weiße Papst der Antichrist, das ist ein klar definiert, es ist der weiße Papst. Die schwarzen Päpste sind nur seine Gehilfen, eben sie stehen im Schatten von ihm und machen das, damit er eigentlich dieses Weltsystem kann etablieren und hoch aufrechterhalten. Sagen wir es doch mal so, wie es wirklich verstanden werden muss. Weißer Papst oder schwarzer Papst ist nur eine Maske, hinter der Satan sich versteckt. Schlussendlich schon. Und das ist doch der Punkt, auf den es ankommt. Der weiße Papst oder der schwarze Papst sind beides Manifestierungen des Teufels auf Erden. Das ist er, ja. Und das ist der Punkt, den man verstehen muss. So, darf ich eben mal auf das Buch eingehen? Es ist ja richtig, ich hatte das während der Sendung gesagt, dass wir über das Buch Katechismus des Konzils von Trient eingehen. Das ist also hier das Buch, der Umschlag. Das ist ein Buch von in total, ich hatte gesagt, rund 600 Seiten, ne? Okay, wenn ich den Anhang noch mit reinnehme, sind es 602 Seiten. Ja, also habe ich ganz gut erhalten. Auf Seite 402, also auf den vorgehenden Seiten, sprechen sie über die Gebote. Ja, die 10 Gebote. Natürlich ist bei denen die 10 Gebote sind anders sortiert als bei uns, weil sie ja das zweite weglassen. Oder besser gesagt, weil das zweite Gebot bei der römisch-katholischen Kirche in dem ersten mit einbegriffen ist, mit eingeschlossen ist. Und deswegen teilen sie das zehnte in zwei Teile. Aber hier geht es dann um das sogenannte dritte Gebot, also für uns das vierte, das Sabbatgebot. Und da steht auf Seite 402 in diesem Buch: But the Church of God has thought it well to transfer the celebration and observance of the Sabbath to Sunday. For, as on that day light first shone on the world, so by the resurrection of our Redeemer on the same day by whom was thrown open to us the gate of eternal life, we were called out of darkness into light. And hence the apostles would have it called the Lord's Day. We also learn from the sacred scriptures that the first day of the week was held sacred because on that day the work of creation commenced, and on the day the Holy Ghost was given to the apostles. Muss ich das jetzt übersetzen ins Deutsche oder habt ihr das soweit ganz gut verstanden? Ja, nee. Übersetzen bitte. Ja, ich, auch für Zuhörer. Yes, ja, ich werde mir Mühe geben, es einigermaßen zu übersetzen. Danke. Die Kirche Gottes hat es als wohl erachtet, die Feier und die Observation des Sabbattages auf den Sonntag zu verplatzen, also zu transferieren. Weil an dem Tag hat das Licht erst auf die Welt geschienen. Außerdem ist auch an diesem selben Tage die Auferstehung unseres Erlösers passiert.
durch den die Tür zum ewigen Leben für uns aufgeworfen wurde und wir aus der Dunkelheit ins Licht gerufen wurden. And hence finde ich so ein schönes Wort, aber ich kann es schwierig übersetzen. Also sage ich, und außerdem würden die Apostel, oder außerdem haben die Apostel diesen Tag den Tag des Herrn genannt. Wir lernen weiterhin von der Heiligen Schrift, dass an dem ersten Tag der Woche, dass der erste Tag der Woche heilig gehalten wurde, weil das der Werk, weil das der Tag ist, an dem die Arbeit der Kreation, also der Schöpfung, begonnen wurde, und dass das der Tag war, an dem der Heilige Geist den Aposteln gegeben wurde. So begründet in dem Buch, dass der Katechismus des Konzils von Trient die römisch-katholische Kirche die Transferierung des Sabbattages von dem siebenten Tag der Woche auf den ersten Tag der Woche auf Sonntag. Ja? Das ist jetzt nur eine von, hiervor gibt es bereits 6 Seiten und hier gibt es noch 6, 7 Seiten, also 12, 13 Seiten handelt das hier nur vom Sabbat. Okay? Es wird ganz detailliert auseinandergepflückt, der Vers und oder das ganze Gebot, und wird erklärt, wie die römisch-katholische Kirche das versteht. Und für mich ist das also ganz deutlich eben ein Beweis. Es gibt keinen biblischen Beweis dafür, und da gibt es ja auch andere Zitate, bereits Zitate auch von der römisch-katholischen Kirche selbst, wo sie ganz deutlich sagt, es ist unsere Autorität, mit der wir den Sabbattage vom Samstag auf den Sonntag versetzt haben. Es gibt dafür, und das sagt die römisch-katholische Kirche selbst, in der ganzen Schrift keinen einzigen Beweis für. Ich könnte jetzt auch noch, aber ich habe jetzt wirklich keine Lust, meinen Computer zu durchsuchen, deswegen sage ich, dann schaut euch mein Video an, das ist ein englisches Video. Eins der ersten, die ich gemacht habe, in der Spielliste Nothing But The Truth, The Sabbath Day, Why Didn't The Reformers Go All The Way, die Frage des Sabbattages, da hole ich ein Papier an von sag mal, wo ist das? Vom Konzil von Trient, von der 17. Sitzung über den Erzbischof von Reggio. Sag mal, warum funktioniert denn hier der Computer nicht? Warten auf YouTube, komm, Mensch, geh's mir auf den Keks, ey. Funktioniert wieder überhaupt nichts heute. Komm schon, Sabbath. Was hatte ich denn jetzt gerade gesagt? Der Erzbischof von Reggio hat auf der 17. Sitzung dieses Konzils von Trient die Protestanten angesprochen und hat denen ganz deutlich gesagt, das ist in diesem Video hier, und hat den Protestanten ganz deutlich gesagt, und ich habe das Papier noch irgendwo auf dem Computer, aber ich habe jetzt wirklich keine Lust, das rauszusuchen. Warte mal, Pause jetzt. So. Er hat denen gesagt, ihr Protestanten seid nichts anderes als Rebellen, weil wenn ihr sagt, dass ihr die Bibel und die Bibel alleine als eure höchste Autorität akzeptiert, aber ihr folgt dem Sonntag, für das ihr keine andere Rechtfertigung habt als die Lehre der römisch-katholischen Kirche, dann seid ihr nichts anderes als Rebellen, weil ihr gebt hiermit euren Grundsatz, die Bibel und die Bibel alleine, auf. So. Und nachdem das passiert war, pass auf dem Konzil von Trient, obwohl er von Jesuiten geleitet wurde, hatten die Protestanten wirklich die Katholiken, also ich sag jetzt mal die Heiden da, so weit, dass sie wirklich die Bibel wieder als äußerste, als oberste Autorität akzeptieren wollten. Und es ist tatsächlich so, dass dann der Erzbischof von Reggio gesagt hat, von ja, Leute, ihr macht das ja nicht mal. Jetzt mal eben gucken, wo habe ich denn das hier? Irgendeiner dieser Links hier müsste das jetzt sein. Mal eben gucken. Ministry of Mind. Bible Light. Yashanet. Ich glaube, dieser Link war das hier. Gucken wir mal eben hier rein. Da hat der Erzbischof von Reggio das gesagt. Hier. Warum die protestantische Reformation scheiterte. Und da können wir das hier lesen. Und ich habe jetzt wirklich, ich werde das jetzt nicht alles übersetzen, da geht es auch hier um Karlstadt und alles drum und dran. Warum der lutherische die Claim, wie sagt man das denn,
die lutherische Behauptung nicht wahr war. Die Resultate der Come Out of My People. Ist das dieses Papier? Ich glaube, es ist dieses nicht. Nee. Es ist nicht dieses Papier. Müssen wir mal anderes sehen. Das hier vielleicht. Mal eben gucken. Ich habe es auch noch irgendwo auf meinem Computer, weil solche Dinge verschwinden ja immer gerne mal. Ja, ist das nicht das, wo auch ausgesagt worden ist, dass das einzig und allein nur die 7-Tags-Adventisten einhalten und dass die wahrhaftigen Protestanten wären? Du meinst das Video oder was? Ja, ich habe das, glaube ich, gesehen. Also in diesem Video spreche ich ganz sicher nicht positiv über die 7-Tags-Adventisten als die alleinigen Vertreter der Lehre des Sabbats. Nee, das wurde angeblich von diesen Menschen da ausgesagt, dass das nur einzig allein die wären, die sich wirklich dran halten und den Sabbat halten. Das ist ja Quatsch. Guck, die 7-Tags-Adventisten, die hätten sich ja genauso gut die Nicht-Mörder-Adventisten nennen können. Oder die Gehorche deinem Vater und deiner Mutter Adventisten. Die 7-Tags-Adventisten haben sich ja deswegen so genannt, weil sie eben den Sabbattag venerieren. Okay? Was ist denn der Sabbattag? Der ist das 4. Gebot. Die Bibel aber lehrt uns, dass die Übertretung eines jeden Gebots eine Übertretung aller Gebote ist. Also mit anderen Worten, ich kann mir raussuchen, welches Gebot ich auch übertrete. Wenn ich eins übertrete, übertrete ich sie alle. Ja, das vierte Gebot, das Sabbatgebot, ist ja nur eins von den 10 Geboten. Also ich mag die 7-Tags-Adventisten nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist eine ganz gefährliche Sekte ist das mal, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ja. Dass dieser katholische, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Namen heißt, ausgesagt haben soll, ja, dass einzig und allein nur die 7-Tags-Adventisten die wahrhaftigen Protestanten wären. Ja, das ist zum Beispiel eine Aussage, die sagt Bill Hughes, glaube ich, auch. Mhm. Bill Hughes nennt ja die Apostel. Bill Hughes nennt die Apostel die ersten 7-Tags-Adventisten. Also da können sich einem doch nur die Zehennägel hochstellen, ja, wenn man sowas liest. Lutheran Sabbath, alle möglichen Links finde ich hier, aber jetzt weiß ich nicht, ich weiß jetzt echt nicht, wo das ist. Das war, aber wenn ich es finde, kann ich dir das Video mal schicken. Das hab ich auf YouTube. Nee, das ist es nicht. Ich habe es irgendwo auf meinem Computer, also wie gesagt, ich habe jetzt wirklich keine Lust, das hier rauszusuchen, das Video beschäftigt sich dann nur damit. Wir wollten ja gerne diskutieren, also wenn ihr wollt, suche ich das früher oder später mal raus, aber ich habe es halt irgendwo auf meinem Computer, aber schlag mich tot, ich finde es jetzt ums Verrecken nicht. Dann ist das halt so. Ist ja nun auch nicht so wichtig. Schaut das Video, da kommt das Papier drin vor. Da ist es drin. Und dann werdet ihr das sehen. Und ich habe ja gerade eben aus dem Katechismus des Konzils von Trient deutlich vorgelesen, was die Meinung der römisch-katholischen Kirche zum Sabbat ist. Und ich habe auch aufgegeben, diese Sabbatdiskussion anzugehen. Wenn jemand darüber diskutieren meint zu müssen, dann bitteschön, dann soll er das irgendwo machen. Ich habe in der Hinsicht das Verständnis des Wortes von Gott und des Gesetzes von Gott. Das Gesetz, das ich sowieso nicht erfüllen kann, darum kommt Gnade darin arbeiten. Aber ich probiere mich an die Gesetze des Gottes zu halten und genauso wenig, wie ich andere Menschen töte oder lüge oder meines Nachbarn Frau oder sonst irgendetwas begehre, genauso wenig nehme ich einen anderen Tag, um Gott zu huldigen, als den Tag, den er dafür vorgesehen hat. Den 7. Tag der Woche, den Sabbat. So, damit habe ich für mich das Thema abgeschlossen. Wenn ihr dann noch gerne weiter drüber sprechen wollt, dann bitte. Es ist ja eine offene Diskussion für euch auch. Es ist ja nicht nur eine Diskussion mit Jörg, ne? Zumindest passt ja der Hinweis darauf, dass lediglich die 7-Tags-Adventisten den Sabbat am Samstag halten, passt ja dazu, dass die eventuell auch nicht so der heiße Tipp sind. Sonst hätte er es vermutlich nicht gesagt. Naja, die 7-Tags-Adventisten haben inzwischen auch schon den Sonntag angefangen zu venerieren. Die 7-Tags-Adventisten laden römisch-katholische Priester zu ihren Seminaren ein und lassen sie von ihrer Bühne da vorne sprechen, ja, von ihrer Tribüne vorne. Da sind sogar Gastsprecher schon gewesen der römisch-katholischen Kirche. Der Vorsitzende der Kongregation der 7-Tags-Adventisten, der Ted Wilson heißt er, glaube ich, ist Jesuiten geschult. Dem sein Vater war schon Jesuiten geschult, er ist Jesuiten geschult. Also die 7-Tags-Adventisten haben sogar schon in bestimmten
Parochien oder wie man das sagen will, in bestimmten Gemeinden in den Vereinigten Staaten von Amerika sogar schon den Sonntag geheiligt, ja? Obwohl sie Siebentagsadventisten heißen. Also, wie gesagt, ich begebe mich auf die Diskussion überhaupt nicht mehr. Das ist ein Niveau, da habe ich keine Lust mehr, aber ich diskutiere mit dem Teufel nicht. Ich enttarne ihn. Und die Siebentagsadventisten sind leider, die Leute, die da drin sind, sind vielmals betrogene Christen, die man da genauso rausholen muss wie aus der römisch-katholischen Kirche, von der unter anderem, nicht nur von der, aber wo Gott uns warnt in Offenbarung 18, Vers 3 und Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabet an ihren Sünden, an ihren Plagen, denn ihre Sünden haben, sind bis in den Himmel angekommen. Ja? Also, das gilt für jede organisierte Kirche, dass sie da rauskommen sollen. Aber bitte, das Mikrofon gerne wieder an die Menge hier gegeben. Florian, mich würde nochmals interessieren, diese drei Weltreiche, die untergegangen sind. Ja. Das hast du nur kurz beleuchtet. Ja. Welche drei waren das nochmals genau? Und hat das dann dir, hat dann der Papst die ausgerottet oder war das der Papst dann? Das war mehr oder weniger die Tätigkeit des Bischofs von Rom. Mhm. Ich habe mal eine Serie gemacht, eine Spielliste in Englisch, die heißt Characteristics of Antichrist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf meinem Kanal, da geht es um 26 Charakteristiken des Antichristen. Das habe ich geholt von dieser Webseite, das ist eine SDR-Webseite, also Seventh-day Remnant Church, Nicholas von Presence of God Ministry. Und wenn man da hier auf Warning geht, Character of Antichrist, da steht hier, da sind 26 Punkte, ja, hier, 1 bis 26, wobei der 26. spricht über, wie der Antichrist uns durch Drogen oder die Massen durch Drogen kontrolliert. Da steht eben auch drin, dass das Wort Sorceries im Englischen, Zauberei im Deutschen aus Offenbarung 18, Vers 23, im Griechischen heißt Pharmakeia. Ja? Also in diesem Papier, das interessant ist, wie gesagt, ich habe da 11 Videos von gemacht, das ist in total eine Sendung, also wenn man sich das anschaut, von A bis Z, alle 26 Punkte besprochen, ungefähr 25, 26 Stunden, steht hier, Antichrist zerstört drei Nationen, wenn Rom fällt. Und dann haben wir sie hier stehen. Die 10 Nationen, die aus dem gefallenen heidnischen Reich vorgekommen sind, sind die Alamannis, die heute Deutschland sind, die Visigoten, die jetzt Spanien sind, die Franken, welche jetzt Frankreich sind, die Suaves, das ist Portugal, die Burgundien, also die Burgunder, das ist Schweiz, die Anglosachsen, das ist heute England, die Lombarden, das ist heute Italien, und dann haben wir noch die Ostrogoten, die Vandalen und die Heruli. Und diese drei Völker wurden, wie in Daniel prophezeit wurde, plucked up by the roots. Ja? Also mit der Wurzel herausgezogen, vollständig vernichtet, davon denen ist im Grunde nichts mehr heute zurückzufinden. Und da steht hier, die drei Divisionen, die herausgerissen wurden mit der Wurzel, waren die Heruli in 493, die Vandalen in 534 und die Ostrogoten in 538. Und das ist nicht ganz richtig, weil der Kampf gegen die Ostrogoten, die wurden zwar aus Rom rausgeschmissen in 538, das ist richtig, aber die endgültige Vernichtung hat noch einige Jahre länger gedauert. Justinian, der Kaiser zu der Zeit, der who we see was at Konstantinopel, also Justinian, der Kaiser, der zu der Zeit in Konstantinopel war, arbeitete durch den General Belisarius, war die Macht, um diese Königreiche zu umwerfen und hat diese drei Hörner, die repräsentiert wurden und so weiter, weil sie dem Arianismus angehört haben. Ja, Arianismus ist eine abfallend von der Bibellehre, die Göttlichkeit Jesu Christi verneint, in Opposition des orthodoxen Glaubens, also des orthodoxen katholischen Glaubens, des römisch-katholischen Glaubens. Die Seite könnt ihr euch selber auch nochmal durchlesen. Also hier steht das drauf. Ostrogoten, Vandalen und Heruli, das sind die drei, die weggefallen sind. So, und wenn man natürlich mal
einfach ins Netz geht, dann kann man ja mal eben eintippen. Heruli Vandalen und Ostrogoten. Mal eben sehen, was... Was habe ich denn getippt? Also hier Ostrogoten zum Beispiel, was sagt Wikipedia? Gucken wir mal eben hier in Deutsch. Die Ostrogoten im Zuge des Niedergangs der Hunnenherrschaft nach dem Tode Attilas befreiten sich die Gepiden und so weiter und so weiter und so weiter. Also da könnt ihr das selbst im Internet nachschauen, ob ihr das jetzt via Wikipedia macht, die Seite, die ich jetzt hier aufgemacht habe, oder eine andere Seite. Das müsst ihr selbst sehen. Ich kriege auch hier die Resultate von mir aus Belgien. Ihr kriegt vielleicht andere Resultate. Also es sind diese drei Heruli, Vandalen und Ostrogoten. So. Guck mal, was sagen sie über die Vandalen? In Wikipedia zum Beispiel ein ostgermanischer Stamm. Wir sehen in Deutsch. Die Vandalen, altgriechisch, kann ich nicht lesen, waren ein germanisches Volk, das zur ostgermanischen Sprachgruppe gezählt wird. Zur Zeit des Tacitus siedelten die Vandalen zunächst in der nordöstlichen Germania Magna, breiteten sich aber später aber weiter aus. Im 5. Jahrhundert gelangten vandalische Krieger im Zuge der Völkerwanderung nach Spanien und schließlich nach Nordafrika. Von daher kenne ich sie auch, weil es geht ja, die Römer kämpfen ja immer so gerne gegen Karthago. Karthago, Carthage im Englischen, war die Hauptstadt von dem Vandalenland, wo sie ihr eigenes Regnum, also ihr eigenen Staat, ihre eigene Nation errichteten. Mit der Zerschlagung des Vandalenreichs im 6. Jahrhundert durch oströmische Truppen verlieren sich ihre Spuren. So, hier kann man das nochmal sehen. Hier ist jetzt die Karte. Da sehen wir das, was wir heute als Deutschland kennen. Guckt man, von welchen Völkern das damals alles hier besiedelt war. Unter anderem hier die Vandalen zu Hause. Ja. So. So viel zu dem Thema von mir aus jetzt. Auch wenn es vielleicht nervt, ich habe auch nochmal eine Frage dazu. Mich nervt überhaupt nichts, bitte. Versuch nur bitte ein bisschen lauter zu sprechen und sag eben nochmal deinen Namen, bevor du anfängst. René, und ich hoffe, mein Mikro ist jetzt direkt am Mund schon. Ja, okay. Oh, okay. Also du hattest gesagt, also die Vandalen, was jetzt übrig geblieben ist, war jetzt dieses andere Ding. Mir fehlt noch ein Vandalismus, ist ja auch im Prinzip Anführungszeichen ein Teil dieser Verhöhnung, ja? Ja, genau, genau wie der 1. April. Ja, genau, richtig. Mhm. Na, das kommt mit der Veränderung des gregorianischen Kalenders 1582, wo 11 Tage gestrichen wurden aus dem Kalender und wo der Anfang des Jahres vom 1. April auf den 1. Januar gesetzt wurde. Und Papst Silvester, der im Grunde angefangen hat mit der Ketzerverfolgung im 3. Jahrhundert, wurde hier veneriert mit dem letzten Tag des Jahres, den wir als Silvester feiern. Und wenn wir heute die Leute in den April schicken, dieses April Fools Ding kommt daher, weil die Leute eben nicht mehr begreifen, dass im göttlichen Sinne das Jahr anfängt mit dem Frühling, was ja auch irgendwo logisch ist, ne? Wenn die Dinge wieder anfangen zu sprießen und wenn das Leben zurückkommt, dann ist irgendwo auch ein neues Jahr, nicht mitten im Winter, wo alles totenkalt ist. Ne? Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, René, bitte. Nee, völlig in Ordnung. Silvester kann man da noch lassen, richtig. Ich wollte noch fragen, ob du oder vielleicht jemand anderes aus dem Kopf irgendwie weiß, ob von den anderen beiden Völkern denn im Gegensatz zu diesem Rest, diese Verhöhnung, überhaupt nichts übrig geblieben ist. Also nur mal so aus dem Kopf, man könnte natürlich jetzt nachlesen, aber ich wollte es nochmal so gefragt haben, weil zu den Vandalen fällt mir eben ein, dieses Vandalismus-Ding zum Beispiel. Oder ja, Vandalismus und wir leben doch nicht hier bei den Vandalen, ne? Oder es sieht hier aus wie bei den Vandalen oder wie bei Hempels unterm Sofa, wie man ja auch sagt. Da weiß man wenigstens was. Die Hempels weiß ich aber nicht, wer das ist, also von daher halte ich es bei den Vandalen. Nein, also mir persönlich ist zu den anderen Völkern nichts bekannt, aber das ist ja auch nicht verwunderlich, weil die Bibel sagt ganz deutlich, sie wurden mit der Wurzel ausgerottet. Das heißt, da ist nichts von über. Ja, wie konnte das überhaupt noch passieren? Also von dem ja, weil Gott das gesagt hat. Ja. Entschuldigung, eine andere Antwort kann ich dir da nicht drauf geben. Ja, ist richtig. Also wie gesagt, von dem einen Stück der Wurzel ist dieses Vandalismus-Ding noch übrig geblieben, ja. Ja. Das ist aber auch nichts mehr wirklich. Ein Wurzelrest. Naja, und schon gar nichts Positives irgendwie, ne? Ne, überhaupt nicht. Und wie gesagt, dass sie Arianer waren, das ist ja in Ordnung.
aber wie gesagt, ich meine, jeder darf ja seine Falschlehre leben, ne? Dürfen sie ja heute auch, nur das ist ja kein Grund, sie deswegen umzubringen, ne? Das ist wohl wahr. Das ist ein Unterschied, ja. Ich habe dir auch nochmal eine Verständnisfrage. Das ist jetzt auch zwar zur Lesung, aber nicht direkt über die Lesung, sondern einfach ein Verständnis zu einer Aussage. Und zwar, dass die große Verwirrung ist, die uns Gott gesendet hat. Das war doch die. Habe ich die Aussage richtig verstanden in Erinnerung? Ja, im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 11, glaube ich, ne? Genau. Da frage ich jetzt einfach mal grundsätzlich, vielleicht kann mir jemand dabei helfen, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, den es da ähnlich geht. Also Gott steht ja mit Jesus für die Wahrheit. Und wenn er jetzt die Verwirrung sendet, warum? Ich bringe das nicht ganz zusammen. Ne? Also für mich steht das sozusagen dem entgegen, wofür er eigentlich steht. Naja, da werde ich dir mal direkt mit Antworten. Ja, da werde ich dir direkt mal eben mit Antworten mit Römer Kapitel 1, Vers 22. Naja, irgendwo da drin, also nicht Vers 22 per se. Lesen wir mal ab, Vers 18. Ja? Wenn es euch nervt, wenn ihr eine andere Sache sagen wollt, bitte, dann ja, tut es. Sonst werde ich das mal eben vorlesen. Ich könnte doch etwas dazu sagen, zur Wahrheit. Ja. Ja, ich bin der Alexander. Mhm. Und ja, also ich habe selten so Inspirationen von Gott, aber heute Morgen hatte ich eine. Und ja, ich möchte eben das auch gerne teilen mit euch. Und zwar geht es um Schön, wunderbar, gerne. Ja, es fängt ganz simpel an. Ich saß mit meiner Frau am Morgentisch und wir hatten Frühstück und da hatten wir eine Langnese-Honigtube auf dem Tisch. Und jetzt, was ist das Spezielle daran an dieser Tube mit Honig drinnen? Jedes Mal, wenn sich die Frau den Honig rausgedrückt hatte, bildeten sich Luftblasen. Die großen stiegen wie die Rakete nach oben und explodierten die Luft. Und die ganz kleinen stiegen ganz langsam nach oben. Und die platzten nicht einmal. Jetzt habe ich darüber nachgesonnen, was es bedeuten könnte. Und für mich bedeutet das eigentlich, wenn ein Mensch von der Wahrheit erfasst wird und wiedergeboren wird, dann kann er sich erfüllen lassen von der Wahrheit, von dem Wort Gottes. Und dann treibt es ihn aus diesen Sünden raus, wie eine Rakete. Wenn man die Wahrheit nicht in sich hat oder nur spärlich, dann treibt man wie eine kleine Luftblase in diesem Honig. Die Sünde klebt an einem und es kommt nicht nach oben. Und wenn man oben ist, dann klebt man immer noch. Das ist etwa das, was ich etwa daraus gelesen hatte. Schöne interpretierte Bildsprache, ja. Ja, danke. Gut, ja. Dann werde ich mal eben das in Römer vorlesen, um die Frage zu beantworten. Warum tut Gott, der nicht lügt, warum schickt er den Menschen eine Lüge? Also man kann das natürlich einerseits beantworten, wenn wir jetzt nochmal 2. Thessaloniker 2 nehmen, das werden wir dann gleich nochmal machen. Ich will erstmal eben auf Römer Kapitel 1 eingehen. Ihr wisst ja, dass ich da eine neue Serie angefangen habe, die ich immer noch mal fortführen möchte, weil ich möchte ja die ganzen 1400 Seiten der zwei Bände lesen. Ich habe mich in den ersten 8 Videos versteift auf das Thema ist Sodomie heilbar und habe das erste Kapitel der Römer ab Vers 15 analysiert bis Vers 32. Und da lesen wir eben hier ab Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verzinstert oder verfinstert, wie es in Neudeutsch heißt. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Da geht es jetzt um die
um die Sodomie, aber es geht weiter in Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen. Also es ist ganz deutlich hier, es geht um den Punkt, dass man wählen kann, ob man dem Ruf Gottes folgt oder ob man lieber in seinen Sünden verbleibt. Ob man lieber hier auf dieser Erde im Materiellen verbleibt oder ob man das Geistliche akzeptiert. Gott gibt einem eine Alternative. Hey, du kannst mir glauben oder du kannst dem glauben. Von wem kommt denn die Lüge? Die Lüge kommt nicht von Gott, weil Gott kann nicht lügen. Aber die Lüge kommt von Satan, der Vater der Lüge. Und Gott lediglich sagt, wenn du die Lüge wählst, bitte, dann gehst du eben zu ihm. Ansonsten wählst du halt mich. So verstehe ich das zumindest. Das eine ist aber passiv, das andere aktiv. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bei einem lässt es zu, bei dem anderen sendet er es aus. Das ist aktiv. Naja, er sendet die Lüge, weil Jesus Christus hat ja selbst gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich Glauben finden auf der Erde? Eben nicht. Er fragt das selber. Ich meine, kannst du auch sagen, von warum stellt Gott so eine Frage? Er ist doch allwissend, der müsste es doch wissen. Aber er stellt die Frage rhetorisch an uns. Und das ist mit der Lüge in 2. Thessaloniker ist das im Grunde genau das Gleiche. Wenn du nicht die Wahrheit glaubst, dann glaubst du die Lüge. Darum muss Gott nicht lügen, aber die Lüge ist da. Die Thessaloniker selber haben es ja nicht gut verstanden. Deswegen ist Paul ja so ausgefahren. Er hat ja gesagt, als ich noch bei euch war, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies selbst sagte? Als Paulus noch bei den Thessalonikern war, konnte er ja in ganz anderen Worten sprechen, als er in dem Brief schreiben konnte. Also stellt euch vor, der Brief wäre in römische Hände gefallen und er hätte da drin geschrieben, ey, der Cäsar muss weg, bevor der Antichrist kommt. Dann hätten sie ihn ja wegen Zersetzung haben können. Ein Staatsfeind wäre er gewesen. Ich meine, das war ja sowieso, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ja? Hoffe ich doch. Klar. Ja, ich finde auch noch bezeichnet. So, ich komme noch mal zum Honig zu sprechen. Mhm. In der Bibel steht auch geschrieben, die Sünde ist wie der Honig, also die Sünde klebt an einem und sie macht einen träge. Und das ist ja auch die Welt, sie macht träge und sie klebt. Und die Sünde, wir kommen ja aus dieser Welt raus und wollen ja rauskommen aus dieser Welt und in dieser Wahrheit stehen und diese Wahrheit verkündigen. Und ja, das Loslassen von diesem Honig, das Loswaschen von diesem Honig, das ist ja diese Sünde, die wie an uns klebt, ist ja ein Riesending. Ja gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir von Natur aus Sünder sind. Und ja, das sicher, solange ist klar. Wir im Leib, solange wir im Fleisch, ich sag mal, leben müssen, wird sich das auch nicht ändern. Ja, aber es steht ja geschrieben. Wir wollen ja nicht sündigen, aber wir tun es trotzdem, wir tun es alle. Nein, aber es steht ja der Offenbarung am Schluss geschrieben, wer Unrecht tut, der übe weiter Unrecht, wer bla bla, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber am Schluss heißt es, wer sich heiligt, der heilige sich weiter. Also es ist am Schluss von der Offenbarung richtig. Steht das geschrieben. Wir sollen uns ja auch heiligen. Das ist eben, ja, das ist ja der Auftrag, ja, dass wir vor Gott bestehen können. Ja, genau, ja. Das ist so. Ja, das ist unser Streben. Ja, und wir sollen im Prinzip durch die Nächstenliebe genau das tun. Uns selbst damit heiligen. Ja, das heißt, ich darf keinen Bruder und keine Schwester hassen, ja, oder irgendwie hinter Brücken schlecht darüber reden oder sonst irgendwas machen, sondern ich muss denjenigen genauso lieben wie mich selbst und vielleicht sogar noch mehr und mich selbst zurücknehmen im Leben. Aber wir können nur durch die Wahrheit geheiligt werden. Das ist meine Interpretation dazu. Und die Wahrheit ist Jesus Christus und er gibt es ja.
Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er selbst hat ja gesagt, das höchste Gebot ist den unserem himmlischen Vater zu lieben, mit all unserer Kraft, vom ganzen Herzen, ja, mit unserer ganzen Seele und den Nächsten zu lieben. Und damit vollbringen wir sozusagen das ganze Gesetz. Mhm. Und das ist ja schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil wie oft fährt man im Auto und denkt sich, Mensch, so ein Vogel da vorne. Ja, oder das passiert uns jeden Tag. Das klebt wirklich wie Honig. Das klebt sogar wie Harz in den Haaren. Das ist er. Aber den Gerechten in Gott wird keine Sünde zugerechnet. Und das ist der wichtige Punkt, den wir aus der Bibel behalten müssen. Ja? Genau. Natürlich, solange wir in diesem Fleisch sind, sündigen wir. Und wir können uns nicht an das Gesetz halten. Deswegen ist ja auch die Gnade eingeführt worden. Aber die Sünde wird uns nicht mehr angerechnet. Wenn wir vor Gott stehen, die wir Jesus Christus als das akzeptieren, was er ist, der eingeborene Sohn vom Vater, der auf diese Welt kam durch die Geburt einer Jungfrau, der ans Kreuz genagelt wurde, für unsere Sünden gestorben ist und 3 Tage später auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist und auf oder neben Gottes Thron sitzt, bis zu der Zeit, wo er die Feinde seine Rest machen werde, wie es in der Bibel geschrieben steht, in Jesaja oder so ist das, glaube ich. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo der Vater bestimmt, wann der Sohn zurückkehren soll. Wenn wir das glauben und bezeugen und lehren in dieser Welt, dann wird uns die Sünde, die wir hier begehen, nicht angerechnet. Schau, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mal verstehen, Jesus Christus ist nicht für die Gläubigen gestorben, Jesus Christus ist für alle gestorben, auch für die Ungläubigen. Er hat alle, auch die Ungläubigen, von denen die Sünde genommen. Nur, wenn die Ungläubigen nicht glauben, dann stellen sie sich selbst unter das Gesetz, das Jesus Christus von daher weggenommen hat. Wir sind, weil wir glauben und ihm folgen, unter der Gnade. Und diejenigen, die nicht glauben, sind unter dem Gesetz und werden durch das Gesetz verurteilt und deswegen in den See des Feuers geworfen am Tag des Gerichts. So muss man das verstehen. Und das sind ganz viele. Das sind ganz viele, ja. Aber Jesus Christus ist ja nicht nur für die gestorben, die glauben. Nee. Er ist für alle gestorben. Er hat alle Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen. Auch all die Sünden all der Ungläubigen. Aber nur diejenigen, die an ihn glauben, werden auch durch ihn errettet. Und die anderen wählen lieber die Lüge, weil das ist komfortabler. Dann habe ich hier auf dieser Welt Reichtum, Ruhm, Sex, Spaß und alles drum und dran. Also mir ist die Freude und die Liebe lieber. Ja, mir auch. Deswegen sind wir ja auch hier zusammen. Ja, alles andere, das ist also ja auch gebunden. Ja, man hat ja auch einen Körper mit einem Verfallsdatum. Ja, und da ist dann der Spaß irgendwann mal vorbei, würde ich sagen. Dann kommen eben die Wegelchen, wo man sich dann eben nicht mehr bis zum nächsten Tag durchsaufen kann oder was weiß ich was. Oder der Hexenschuss da mitten beim Sex dann, bei irgendwelchen Verrenkungen, ich weiß ja nicht. Also, wenn man da so gewisse Leute fragt, die in der Klinik arbeiten, da hört man ganz seltsame Geschichten von solchen Menschen. Sehr witzig sogar. Also gut, es ist ja eigentlich Blödsinn, was die Menschen da treiben, weil es ist ja wirklich nur ein Zeitraum, eine Zeitspanne, ja, wo du wirklich die Sau rauslassen kannst und dann ist irgendwann mal Ende. Weil der Körper dann schon nicht mehr mitmacht. Beziehungsweise man hat seine Organe schon zerstört, eben durch die legalen Drogen wie Alkohol und so, ne? Guter Punkt. Also, so erkläre ich das auch meinem jungen Menschen. Ja, und sage, wo willst du denn hin? Was magst du denn in 10 Jahren? Wenn du es überhaupt überlebst. Also die meisten, sag ich mal, ich habe da auch mal mit einer Friseuse drüber gesprochen. Wir sind auf den Punkt gekommen, dass also in Deutschland verbreitet, die auf Dörfern wohnen, diese, vor allem die Männer, ziemlich jung sterben. Ziemlich jung. Darf man überhaupt noch Friseuse sagen? Die hat politisch korrekt heutzutage? Ist das nicht Hairstylistin oder sowas? Genau.
Also bei uns heißt das immer noch Friseuse. Ich sag Friseuse. Ja. Und wenn jemand meint, er muss mir einen Schlagzettel geben, dann bitte. Ich wollte ja nur mal lustig sein. Zahlig und sag's nochmal. Ist ja gut, ist ja gut. Ich sag's ja auch. Ich sag hier auch noch Negerkuss und Zigeunerschnitzel. Ich werde mir das auch nicht abgewöhnen. Genau. Also, davon abgesehen. Sogar noch eine bestimmte Region, da kannst du Mohrenbier bestellen. Ja, da müssen sie ja nur zwei Punkte oben drauf machen, dann ist es wieder politisch korrekt, ne? Schwarzer Kopf drauf auf dem. Ui, ui. Und mit Brettlungs. Also, aber es ist tatsächlich so, dass diese jungen Menschen ja schon im Prinzip, gerade auf den Dörfern, ja, das Trinken ja schon lernen von ihren, Vätern oder älteren Brüdern. Ja, und Kampfsaufen heißt das im Neudeutsch, ne? Ja, ja. Und die sind ja auf jeder Fete und da hat auch jeder Depp Geburtstag. Ja, da wird ja gefeiert, bis sie dann ins Krankenhaus müssen, ja, und ja, teilweise 14, 15 Jahre alt. Also ich denke mal, wenn du das gut 10, 20 Jahre machst, dann war's das, ne? So, einige halten bis über 50 durch, aber das wird dann schon sehr auffällig und sehr ulkig. Solche Menschen können dann nur noch unter sich verweilen. Ja, weil sind ja auch teilweise sehr aggressiv. Entweder sie hauen sich dann tot oder sie fahren sich dann tot. Also das sind teilweise sehr merkwürdige Unfälle, auch hier in meinem Umkreis, wo ich lebe, passiert, ja, wo sich dann die Leute im besoffenen Zustand mitten auf die Straße legen, ja, und die werden dann überfahren. Ja. Jo. Kann man machen. Toll. Ja, das sind aber alles junge Menschen, teilweise sogar Familienväter, ne, denen dann sowas passiert. Ja, ich weiß ja nicht, also ob es das wirklich, ich sag mal, bringt, sich der Welt anzuschließen. Der Welt, ja. Der Abfall wird groß sein, ne? Ja, aber es ist eigentlich, für mich macht das keinen Sinn. Das ist nicht logisch für mich. Also ich würde es nicht machen. Davon abgesehen vertrage ich keinen Alkohol. Umso besser. Ach, eins fällt mir noch ein. Mittendrin, wo du erwähnt hast, dass George W. Bush den Papst sofort eben als Gott bezeichnet hat, als er in die... Ganz genau. Ja. Hast du nochmal ganz kurz für uns und die Zuschauer so einen Hinweis, wo wir das finden, oder reicht das schon, wenn man das so googelt? War das nicht Reagan? Das kannst du in YouTube in die Suchmaschine eingeben. Ich kann das mal eben machen hier. George W. Bush, Pope is God, Interview. Ich habe das Audio auf meinem Computer, das müsste ich raussuchen, das ist halt nur das Audio. Ja. Aber hier zum Beispiel siehst du es. Ja, das ist schon sofort da. Ich gebe dir mal eben ich gebe das mal eben hier in den Link rein, aus der Suchmaschine, das kann man sich dann raussuchen. Und das ist im Grunde einfach zu finden. Es gibt zwei interessante Interviews von George Bush, die man sich mal anschauen sollte im Internet. Das ist einmal dieses hier und dann das andere ist, wo es um die Geheimorganisation der Skull and Bones geht. Das ging zu den Wahlen von 2004, wo es um seine Wiederwahl ging, weil ja sein Gegenständer, der George Kerry, auch oder sein Gegenkandidat, sein Mitbewerber um das Präsidentenamt, John Kerry, auch Skull and Bones Mitglied ist. Und der Interviewer ist ziemlich kurze Zeit danach verunglückt, der sich gewagt hat, die beiden oder den George Bush drauf anzusprechen, nach dem Motto, sie gehören doch einer Geheimgesellschaft an. Ja, Skull and Bones, so geheim, da darf ich nicht mal drüber sprechen. Ja, die Verschwörungstheoretiker werden jetzt im Kreis drehen, wie sie sagen. Ich glaube sicher, das werden sie tun, ja. Und der Interviewer ist einige Zeit danach, soweit ich mal gehört habe, verschieden aus diesem Leben. Das wusste ich nicht, aber das komische Grinsen von W, daran kann ich mich erinnern, dieses komische Katze dabei. Ja, George W. Bush hat ja auch gesagt, das Regieren in Amerika wäre viel leichter, wenn dies eine Diktatur wäre, solange ich der Diktator bin. Er hat eine ganze Menge gesagt und wenn man sich mal mit, höre mir im Augenblick, ne, das Archiv von First Amendment Radio an, von Inquisition Update auf First Amendment Radio von 2010,
Der Tom Fress hat jede Woche den Donnerstag immer den Bill Hughes zu Besuch und die beiden, die sprechen über Dinge, da stehen selbst mir die Haare zu Berge. Und ich habe schon eine ganze Menge gehört. Es ist interessant für diejenigen, die Englisch können, sich diese Archive zu besorgen und sich das mal anzuhören. Kriegt man ja für einen kleinen finanziellen Beitrag. So, wenn nicht noch weitere große Bemerkungen sind, ich merke, unsere Diskussion ist heute weniger lebendig als letzte Woche, dann würde ich das Video jetzt abschließen. Oder sind da noch Dinge, die dringend noch in diesem Video besprochen werden müssen? Sonst können wir danach ja eben noch die Nachbesprechung halten, die ich ja bereits angekündigt habe. Oder ist da jemand noch mit einer dringenden, wichtigen Frage, die er gerne beantwortet hätte, hier in dieser Sendung? Ja, anscheinend nicht. Entschuldigung, Florian, ja. Florian nochmals. Ja, Florian. Betreffend Tag, den Sonntag zu heiligen, sprich, das ist ja ein Werktags. Sprich, den Ruhetag auf einen Werktag zu versetzen, das ist ja auch eine Blasphemie. Oder eine Verdrehung der Gebote Gottes. Du sollst am siebten Tag ruhen und die universale Kirche macht daraus einen Werktag. Ja, also in Daniel Kapitel 7, warte mal, ich habe das Bild hier noch irgendwo, also mit dem Horn. Das ist mir aufgefallen einfach dabei. In Daniel Kapitel 7 lesen wir ja in Vers 25, das kleine Horn wird denken, Zeiten und Gesetzen zu ändern. Ja? Zeiten zu ändern, ja, da haben wir zum Beispiel den julianischen Kalender gehabt, der ja ein römischer Sonnenkalender ist. Der wurde dann 1582 abgelöst durch den gregorianischen Kalender, der ja auch ein sonnenanbetungsrömischer Kalender ist, den wir heute immer noch haben. Damit denkt er, die Zeiten zu ändern und das Gesetz zu ändern. Das Gesetz bezieht sich hier natürlich ganz deutlich in diesem Fall auf das vierte Gebot. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, päpstliche Enzykliken wie zum Beispiel Caritas in Veritate legalisieren ja auch den Diebstahl. Also auch diese Gesetze werden verändert. Kinder sollen ihre Eltern respektieren. Diese Gesetze werden verändert durch Kindergesetze in die Welt zu setzen, Kinderrechte in die Welt zu setzen, ja, womit diese Kinder eben ihre Eltern nicht mehr respektieren müssen. Auch dieses Gesetz wird verändert. Mord, du sollst nicht töten, ist ja im römisch-kanonischen Recht auch verändert, weil es ist ja für einen römischen Katholiken kein Mord, wenn man einen Heretiker umbringt. Das ist ein gutes Werk im Namen Gottes, wenn man einen Heretiker umbringt und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Gesetze, viele Gebote, die verändert wurden. Du sollst den Namen deines Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Ja, mit dem ganzen Fluchen auf Jesus und Gott und den Heiligen Geist und was weiß ich nicht alles, wird das doch hier in dieser Welt getan. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, aber wir leben in einer Welt, wo ständig viel Götterei angeboten wird. Ist das Buddha, ist das Allah, ist das was auch ich. Plus kommt damit zu in der römisch-katholischen Kirche, der Jesus der römisch-katholischen Kirche ist nicht der Jesus der Bibel. Der Gott der römisch-katholischen Kirche ist nicht der Vater Gott der Bibel. Und die Jungfrau Maria in der römisch-katholischen Kirche ist nicht die biologische Mutter Jesu Christi. Ja? Die gebrauchen da ihre Trinität, Nimrod, Semiramis und Tammuz, Isis, Horus und Set. Aber das ist halt der Unterschied zwischen innerer Lehre und äußerer Lehre. Also die Gesetze werden im Grunde alle verändert. Alle 10 Gebote werden hier von dem Antichristen angefallen. Das muss man nun mal eben so sehen. Und eben die Zeiten verändern. Es gibt eine DIN-Norm, das könnt ihr ja mal selbst nachschauen und dann hier im Chat auch den Link reingeben. Es gibt eine DIN-Norm, ich glaube seit 1976, dass in Europa die Woche verändert wurde und seitdem der Montag der erste Tag der Woche ist. Mit anderen Worten, wenn du sagst, okay, Worship, wie heißt denn das im Deutschen? Mensch, noch mal, ich komme nicht mal auf die einfachsten Wörter nicht mehr. Also, ich bete meinen Gott an, ich heilige meinen Gott am siebten Tag der Woche und du machst das heute am Sonntag, ja, dann machst du das am siebten Tag der Woche. Das ist der Sonntag nach dieser DIN-Norm.
Ich glaube, 1976 war das. Und seitdem ist der Montag der erste Tag der Woche. Also ist der Sonntag der siebte Tag der Woche. Also bitteschön, wo ist denn dein Problem? Siebter Tag der Woche ist Sonntag. Voilà, siehst du? Mhm. Also, der Antichrist denkt wirklich, die Zeiten und die Gesetze zu verändern. Ist das eine befriedigende Antwort soweit? Ja, danke. Gut, wenn weiter nichts mehr ist, dann danke ich recht herzlich für die Teilnahme all derjenigen, die an der Diskussion hier teilgenommen haben. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Vor allen Dingen, es hat auch denjenigen etwas gebracht, die dieses Video geschaut haben. Und wir werden uns dann nächste Woche wieder treffen, am 21. Oktober, wenn wir den sechsten Teil aus Romanismus und die Reformation lesen werden und danach auch wieder eine Besprechungsstunde anhängen werden, wie heute. Bis dann und in der Zwischenzeit lest eure Bibel. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn Eigen sollst du meiden.